Sehr geehrter Präsident, sehr verehrte Damen und Herren, ich weiß jetzt nicht ganz genau, worüber die Kollegin Remlinger gerade geredet hat. Ich rede mal über Schulentwicklungsplanung. Damit versuche ich es einfach. Ich weiß auch nicht, woher die Zahlen der Schulen herkommen. Ich habe den Eindruck, dass skandalisierungshalber steigt die Zahl der geforderten Schulen täglich. Und sicherlich kann man sich da auch immer was zusammenrechnen. Ja, Berlin wächst. Das wissen wir alle. Das sagen wir hier ungefähr täglich 100 Mal. Das ist unstrittig. Dazu gehört auch, dass mehr Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter in Berlin leben, zuziehen, hier geboren werden, dann ins schulpflichtige Alter kommen. Und weil es Quartiere und Kieze gibt, die dabei Familien beliebter sind als andere, gibt es einige Bezirke, die stehen unter hohem Druck. Und in anderen Bezirken wird die Situation durch die Anzahl der Geflüchteten auch täglich knapper. Das wissen wir alle. Die Senatsbildungsverwaltung hat auf die wachsende Stadt gerade im Schulentwicklungsplan reagiert, der bereits seit Ende 2014 vorliegt. Das Planwerk benennt pädagogische und inhaltliche Ziele mit Blick auf einzelne Schularten und stellt den gegenwärtigen und künftigen Schulbedarf dar. Es handelt sich um eine gesamtstädtische Bestandsanalyse, die über den Zeitraum bis 2018 hinaus bis zum Schuljahr 2022/23 Aussagen zur Entwicklung von Schülerzahlen trifft. Was wir im Augenblick natürlich nicht so gut abschätzen können, ist die Frage des Zuzugs von geflüchteten Menschen, von Familien und von unbegleiteten Kindern. Und nun ist es ja nicht so, dass man mit viel Aufwand so einen Plan macht und ihn dann liegen lässt, sondern ganz im Gegenteil, regelmäßig, sprich permanent, werden aktuelle Zahlen abgeglichen, um den Schulraum bedarfsgerecht sichern zu können. Und um das zu erläutern, die Prognosen basieren auf einer Modellrechnung zur Entwicklung der Schülerzahlen, die mit den Bezirken und ihren Raumkapazitäten abgestimmt ist. Bezugspunkt ist also nicht nur eine Bevölkerungsprognose, sondern ganz konkret die tägliche, empirische, ermittelte Anzahl der Schülerinnen und Schüler. Schon im Herbst 14 und im Sommer 15 fanden mit allen bezirklichen Schulämtern und Stadtplanungsämtern sowie Senatsverwaltung mit für Stadtentwicklung und Umwelt Abstimmungen statt. Dabei wurden die Entwicklungen in den Bezirken und auch in den Einschulungsbereichen analysiert. Eine weitere Abstimmung wird im Frühsommer 2016 stattfinden. Dadurch können rechtzeitig Abweichungen von der prognostizierten Entwicklung festgestellt werden und es kann zügig reagiert werden. Im Ergebnis wurde kurz-, mittel- und langfristiger Handlungsbedarf benannt und das im Haushalt entsprechend finanzpolitisch abgesichert. Noch zu den beiden Anträgen. Die Bündnisgrünen wollen den Schulentwicklungsplan alle 3 Jahre mit den Bezirken abstimmen und fortschreiben. Dieser Zeitraum ist eindeutig zu lang, denn wie ich schon sagte, das muss ja permanent passieren. Die dynamische Entwicklung, die sich in den nächsten Jahren fortsetzen wird, braucht eine permanente Aktualisierung. Der Antrag der Linksfraktion stellt einen Zusammenhang mit dem Musterraumprogramm in der Schulentwicklungsplanung dar, den es so überhaupt nicht gibt, denn beim Musterraumprogramm handelt es sich um Empfehlungen für Neubau. Im Zusammenhang mit der Finanzierung der schulischen Infrastruktur prüft die Produktmentorengruppe Schule die Bezirke regelmäßig die Plausibilität der einzelnen Produkte, in denen auch die Infrastrukturkosten enthalten sind. Also, angesichts der aktuellen und der künftig dynamischen Entwicklung in Berlin ist festzustellen, dass es überhaupt nicht darum gehen kann, Schulstandorte zu schließen. Ich weiß auch überhaupt nicht, woher so eine Behauptung kommt. Natürlich brauchen wir Schulneubau. Geplant sind aktuell 36 Schulneubauten, zusätzlich 27 MEPs, die selbstverständlich keine 7 oder 8 Jahre dauern werden, weil wir uns das auch nicht leisten können. Also, die jährlich aktualisierte Modellrechnung spiegelt den jeweils aktuellen Stand. Bestmögliche Realitätsnähe ist garantiert. Wenn die Grünen eine Kristallkugel haben, die zur weiteren Erhellung der Zukunft dienlich ist, dann bitte ich an Leitstellung für die Senatsverwaltung. Wir reagieren jedenfalls mit Vernunft und Sachverstand auf die aktuellen Erfordernisse und daher haben wir die Anträge zur Ablehnung empfohlen. Vielen Dank.